Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Explorer und auch hallo Alex, grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben lang nichts von uns hören lassen. Das hing daran, wir haben gestern aufgenommen und wie ihr es ja auch gestern gemerkt habt, hatte ich auch eine Folge veröffentlicht. Bloß wenn ihr halt auf Stummfilm steht, na, dann ist da halt ein Stummfilm draus geworden. Ne, das sind technische Sachen, wo ich hier am Rumspielen bin. Hab natürlich wieder vergessen, dann die alten Einstellungen zu machen. So, da hatten wir halt 4 Folgen aufgenommen und ist das natürlich toll, Alex. Wir fangen an und es wird dunkel. Ich hau mich mal hin. Hab wie soll es sonst sein? Hab Gott sei Dank einen Schlafsack dabei. So, es hat sich einiges getan. Wir wollten ja am Freitag auch einen Livestream machen, aber unser Alex hat den Server getötet. Ja, war nicht wahr. Wer war das? War nicht wahr. Doch, schäm dich, stell dich in die Ecke. Nee. Es wird wieder Livestreams geben, aber nicht diese Woche, sondern nächste Woche. So. Diese Woche werden wir ganz reguläre Folgen bringen und jetzt gucken wir mal, wie ihr seht, es hat sich ja hier einiges getan und nein, ich cheate nicht. Ich habe ein Chatpack gebaut. Und Alex, der ist immer noch am Boden zerstört, weil sein Angel Ring nicht fertig ist. Ja, der kommt schon noch. So Alex, was? Dann hänge ich dich ab. Was hast du jetzt hier alles gemacht in der Zeit, wo wir dich aufgenommen haben? Ach Gottes Willen, das ist ja jetzt ein bisschen lange her, aber... Ja, ich habe mit einem ME-System hier ein bisschen weiter rumgebastelt. Wir haben hier noch ein neues Laufwerk drin und neue CPU. Genau. Hier unten haben wir dann jetzt diese Sicherheitsterminals drin, damit wir hier geheim. Ach, da kommt sowieso keiner hin. Das kann kein Mensch abbauen. Ja, das ist unser Sicherheitsterminal, damit wir auch Fernzugriff haben aus ME-System. Ja, das seht ihr hier. Ich brauche hier nur klicken, dann haben wir hier eine drahtlose Zugangskonsole. Das heißt, wir können im Umkreis von 500 Block aufs ME-System zugreifen. So, und hier hat er ja auch wieder so ganz interessante Apparaturen. Das kennen wir ja. Da ist die Kristallzüchtanlage und genau. Der macht irgendwelche komischen Dinger hier. Ja, der hier durch unser Miner kriegen wir ja zum Beispiel, nehmen wir das mal Redstone-Blöcke her. Wenn man mit der Hand den Redstone-Block zerschlägt, kriegt man ganz normal den Redstone raus. Bei dem Miner ist es so, der baut ja den Block ab, also sprich, wir müssen die Blöcke noch einmal zerschlagen. Okay, apropos Miner. Ja, da kommen wir gleich zu. Wo ist der? Da war er im Keller. Im Keller habe ich ihn verfrachtet oder verbannt. Ihr sagt nicht, unser Keller ist fertig. Wer weiß? Vielleicht haben wir auch einfach so nahegestellt. Er mich hier oben gestört hat. Dann gehen wir doch mal runter. Ach ja, und das hier habe ich hier gebaut, Alex. Wir haben endlich Plastik. Juhu! Endlich Plastik, da ist die Latexproduktion. Hier wird immer ein Baumstamm positioniert wie diesen Blockblazer. Und diese drei Gerätschaften hier, und da ist noch eins versteckt hier unten, die extrahieren quasi Latex aus den Baumstümpfen heraus, leiten es hier rein und hier wird dann zu Wappertree gemacht und das können wir dann brennen. Zusammencraften und brennen. Das machen wir hier automatisch schon. Du Umweltverschmutzer. Molekularesser. Naja, das ist alles aus ökologischem Anbau, aus der Baumfarm, was hier hinten ist. Ja, steht. Und Plastik. Ja, und? Wir sind ja bei der Weltherrschaft an uns zu reißen. Das ist mir ein bisschen Plastik egal. So. So, und hier haben wir einen Fischer. Das kennen wir noch aus Infinity. Der holt uns Fisch. Ich bin ein Fisch, angel mich.
Dann kommst du auch in den Ofen. So, und hier hat der Alex schon angefangen mit Immersive Engineering. Das heißt, er produziert hier Stahlblöcke, aber die braucht er gar nicht. Nein, Er braucht die ich brauche hier Schlacke, die das Slag. Nebenprodukt. Genau, und das geht dann hier rein anscheinend und da produziert er Teeröl. Keine Ahnung warum. Wo rein, wo, was? Nein. Hier drinne in den Kokofen durchaus. Boah, Gottes Willen, jetzt komme ich gerade nicht aufs Wort. Aus Blockkohle, also aus normale Kohle, tue ich halt diese. Boah, wie heißt es bei dir auf Deutsch? Diese Kok. Ja, diese hochwertige Kohle, ich weiß es jetzt auch Genau, nicht, die was du tue ich da meinst. braten. Und die tue ich hier rein, weil in den Blast Furnace, der nimmt entweder nur Charcoal oder eben da diese hochwertige Kohle. Okay. Ja, was haben Ja. wir noch gemacht? Also. Du schwebst da drüber. Bitte? Da Ja, geht ein das. Telefon. Da liegt ein Telefon. Da Wir geht ein haben. Telefon. Bei mir geht kein Telefon. Das Telefon ist aus. Ist weit weggestellt. Klingelt da. Wir haben hier noch ein bisschen für Strom gesorgt. Alex hat hier ein Tier 2 Solarfeld gebaut. Ich habe ein Tier 1 gebaut, weil ich bin ja nicht so der Profi, was das angeht. Bin ja froh, dass ich das Ding hinbekommen habe. Und das produziert uns noch ein bisschen Strom, aber das ist lang nicht genug. Wir haben mehr Verbrauch, wie wir produzieren. Und das wird jetzt die längerfristige Aufgabe sein, dass wir Strom produzieren. Und das bringt uns auch schon zum nächsten. Alex, möchtest du mitkommen oder soll ich alleine gehen? Wo runter in den Keller? Alex hat das Spiel verlassen. Hä? Ja. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Alex hat das Spiel verlassen. Dann gehe ich mal alleine in den Keller. Guck mal. Ja, Ach geh ja. mal alleine. Ja, wir haben, bevor ich in den Keller gehe, wie ihr seht, wir haben hier ein bisschen optisch ein bisschen aufgewertet, dass es nicht so trist immer aussieht. Ich habe hier ein paar Büsche gepflanzt, zwecks Bärenfutter, ein bisschen hier, so Bären, Blueberry. Wenn man Hunger hat, kann man mal da in den Busch gehen und sich die Bären Kannst pflücken. du da mal einen im Busch gehen? Da kannst du auch ranpinkeln, wenn du magst. Und Kakteen haben wir jetzt auch. 3 Stunden war ich unterwegs, bis ich die Kakteen gefunden hatte. Ey. So, und hier unten, ja, das ist jetzt nicht der Keller. Hier unten haben wir eine Küche. Ja, das heißt, wir können hier kochen. Muss natürlich noch eingerichtet werden. Hier, der Ofen braucht noch Strom. Der Wasseranschluss steht schon, ja. Und hier kann man Milch drinnen lagern. Ja, die Schränke sind alle leer. Das ist wie bei mir zu Hause. Der Kühlschrank ist auch leer. Und ja, das muss halt dann noch eingerichtet werden. Aber das machen wir mal so nach und nach. So, das nächste ist, unseren Safe Room habe ich gesaved, einigermaßen. Also wenn wir mal AFK stehen und die Monster sind an, können wir hier reingehen und zack, machen wir hier die Türe zu und da haben wir auch noch einen direkten Durchgang zur Schmiede. So, Ich das bin da gleich hinten. wieder da. Ja, kein Problem. So, hier runter geht's auch in den Keller. Anscheinend. Also der Alex war fleißig, der hat den Keller fertig gemacht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und vielleicht finden wir dann auch den Miner. So, und hier oben, da bin ich jetzt gerade am werkeln. Hier oben unser Eingangsbereich in unsere eigentliche Basis. Ne? Hier, ihr seht, da steht die Säge noch. Da habe ich hier diese Pfosten gebaut. Und der Aufzug, der funktioniert immer noch nicht. Ja, das ist auch was, wo. Aha, guck mal. Da hat er Kabel schon gelegt. Dann gehen wir doch mal runter. Oh, jetzt wäre ich fast abgestürzt hier. So, Alex hat wahrscheinlich wieder ein bisschen Problem mit seinen Minecraft und seinem PC. Ich hoffe mal, dass das bald besser wird, dass er da endlich mal seinen neuen PC bekommt. Und anscheinend, ey, der hat einen Keller fertig gemacht. Alter, guck dir das an hier. Da waren die Turtles wohl fleißig. Wie hat er denn das gemacht, dass hier überall die Steine sind? Ah, und da ist der Miner. Okay, dann
kommt hier unten, kommen die Miner hin. Autsch. Und die Reaktoren, die Turbinenreaktoren, werden wir hier unten reinbauen. Mal gucken, ob uns der Platz reicht. Ist ja schon recht groß geworden hier. So, das waren so die Neuigkeiten. Weitere Neuigkeit ist, wir haben jetzt hier auch einen Discord. Und da könnt ihr gerne mal drauf gehen und dann auch ein paar Vorschläge schreiben. Da werden die neuesten Videos auch mit veröffentlicht, also die Informationen dazu. Und ja, kann man dann auch mal Fragen stellen. Und wenn ihr auch jetzt Fragen zu den Maschinen habt, die wir gebaut haben, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. So, was ist gerade hier noch so am Arbeit? Ja, da bin ich gerade beschäftigt daran. Wie ihr seht, ich gehe noch mal kurz raus. Wir haben ja hier das ME-System. Das sieht ja recht unübersichtlich aus. Aber der Alex sagt, er findet es klasse. Ich habe keinen Plan mehr. Ganz ehrlich, ich trau mich da gar keine Maschine mehr anzuschließen. Ja, da hat schon Ärger gegeben. Ja, da hat schon Ärger gegeben. Hier habe ich zum Beispiel eine Manufaktur angeschlossen. Das ist schon ein bisschen die Vorbereitung für unseren Reaktor. Die Manufaktur, die macht unser Carbon. Ihr wisst ja aus Infinity, wir brauchen viel Carbon und Kohle und Rust und alles. Und ich gehe mal schlafen hier am Seefrom. Und das wird da hergestellt von. Aber das sehen wir dann so im Laufe der Zeit, wenn wir anfangen mit den Reaktoren. Nicht ans Mikro, du Katze. Ich bin keine Katze. Ja, nicht du, meine Katze. Kommt hier ständig her zum Schmusen und drückt sie jetzt erstmal vor ins Mikrofon. Tja, so sind sie nun mal. Chester und Johnny, die sind Penn. So, und hier unten, das kennt ihr ja, hier ist unser Versorgungstunnel. Und ja, ist ein gefährliches Pflaster, weil hier kommen öfters gerne mal Monster her zu Besuch. Und ja, eins habe ich noch vergessen. Wir haben ja das letzte Mal, bei der letzten Folge, haben wir ja die Spawner weitergemacht. Und ich habe die Spawner fertig gemacht. Und habe es auch ein bisschen erweitert. Da gehen wir jetzt auch noch kurz hin. Und dann werden wir direkt weitermachen, bis Alex wieder da ist. Das kann dauern. Mein das Spiel ist komplett abgeschmiert. Ach, gut, nein, wird Alex wohl in der nächsten Folge wieder mit dabei sein. So, hier haben wir die Spawner. Ne, Zombie-Spawner, da den Ender-Spawner, den kennen wir ja schon. Und hier habe ich dann diesen Wither-Skelett-Spawner hingebaut. Ein Spin-Spawner für das, dass der Alex immer schön seine Wolle bekommt, weil er hat sich ja beschwert, dass er keine Wolle bekommt. Die Wolle, die produziere ich übrigens hier. Weiß gar nicht, ob ihr das noch gesehen habt. Hier ist hier unsere Zuckerrohrplantage. Die ja die Gerätschaften hier mit Material versorgt. Hier ist auch noch eine Zuckerrohrplantage. Die ist dafür da, um Papier zu machen. Ja. Hier seht ihr, hier werden die Spinnenseide zur Wolle gecraftet und das geht dann direkt ins System. Und hier haben wir Papier, wird hier gecraftet, ja, brauchen wir auch immer, und hier wird Knochen zu Knochenmehl verarbeitet. Also hier unten haben wir ja schon eine kleine Produktionsstraße aufgebaut, die direkt ans System angeschlossen ist. Und das hier, das kennt ihr ja schon, hier machen wir die Essenz mit The Fat. Hier produzieren wir das Nutrient-Destillat aus verrottetem Fleisch und Zucker. Darum ist hier unten die Zuckerrohrfarm. Ja, hier ist ja unsere Zuckerrohrproduktion. Das ist gerade alles ein bisschen nicht gerade in Betrieb, weil zu wenig Strom. Aber wir haben genügend Zeug da im Moment. Also an dem hängt es jetzt nicht. So, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Ich muss gucken, dass wir die Folge heute noch hochgeladen bekommen. Ja, und wir haben hier Level. 364 Level. Das bekommen wir dadurch, durch unsere Monster-Spawner hier. Ne? Immer wenn da ein Monster stirbt,
sammelt hier unser Vakuum die XP mit ein und speichert sie hier drin im Obelisken. So, das war jetzt eigentlich alles. Oder habe ich noch was vergessen, Alex? Nicht, was ich wüsste. Gut, dann zeige ich euch meine aktuelle Baustelle, wo das ME-System rein platziert wird, und zwar hier. Es ist noch Rohbau, wie ihr seht. Und ich würde sagen, da machen wir einfach jetzt die letzten paar Minuten weiter hier. Ich muss halt aufpassen, ich möchte ja den Berg hier nicht verschandeln, und man sieht es ja hier. Ich kann hier gar nicht mehr so weit raus. Ja. Hier können wir dann wieder ein bisschen raus, aber das sehen wir dann. Wir müssen uns halt immer Stück für Stück vortasten. Und dann kommt natürlich früher, wenn also später, dann hier der Aufzug rein. Ja. Das ist ja schon vorbereitet und soweit eigentlich auch fertig. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ich mache jetzt hier mal weiter, bis der Alex wieder da ist. Also Alex wird wahrscheinlich wieder in der nächsten Folge da sein. Das tun wir uns mal hier ganz vorsichtig. Ah, seht ihr? Das war jetzt, da sind wir schon zu weit gegangen. Aber das macht nichts. Wir machen hier einfach jetzt zu. Zack, zack, zack. So, dann wissen wir, okay, so weit und kein Block weiter. Jetzt gucken wir mal, dass wir in die Richtung kommen. Dass wir das meiste aus dem Berg rausholen hier. Das werden wir so jetzt die letzte Folge machen. Ich habe jetzt gerade da keine Lust, halt irgendwie eine Maschine zu bauen. Wir werden da noch genügend zu tun haben, das ganze ME-System umzuziehen. Aber ich nehme an, da wird dann auch der Alex helfen, ne? Nö, das darfst du machen. Und wie, das ist nicht alles korrekt angeschlossen. Ich hab's gewusst. So, und da haben wir schon wieder einen Mauerdurchbruch und den machen wir jetzt gleich hier wieder zu. Aber hier könnte man auch ein Fenster reinmachen, finde ich. Komm, wir lassen das hier offen machen, hier ein Fenster rein. So. Wie Tageslicht. Ja. So, und dann können wir jetzt mal hier gucken. Wir machen hier mal vorsichtig entlang. Drei Stück, okay. Meiste rausholen hier, Alex. Ich gehe mal ganz vorsichtig. Ich muss hier auch mal wieder Fackeln setzen, sonst kommen die Monster und fressen uns. Nicht uns, dich. So, und hier können wir dann auch ein Fenster machen. Lassen wir mal. Und dann gehen wir jetzt hier weiter. Sehen wir schon, ja, sind hier schon am Maximum eigentlich fast angekommen, ne? Aha. Also hier können wir eigentlich gar nicht mehr so viel machen hier. Ja? So, und hier machen wir zu. Zack. Ist natürlich die Frage, ich muss da mal gucken. Nee, da können wir nicht mehr raus. Da ist Ende im Gelände. So, und ich will mal gucken mal auf der anderen Seite. Also hier kommt ein Fenster rein. Ne? Aber hier auch noch ein bisschen Licht. Hier vorne kommt ein Fenster rein. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier. Aha. Da ist also sowas hier. Okay, dann machen wir hier gleich mal einen Stein hin. Ja, das ist ein bisschen tricky hier, dass man den Berg nicht unbedingt kaputt macht. Ich habe gerade deine Katze gehört. Hat die gerade miaut? Nö, meine war es nicht. Dann war es im Lied. Ich habe hier so komische Lieder laufen, weißt du? Ich mag nicht wissen, was du gerade da für Lieder hörst. Ja, musst du dir in der Folge angucken. Alles nur Copyright, ne? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gehe ich mal folgendes. Aha. Hier ist gerade irgendwie voll angenehm, hier im Bett zu liegen, mit dir geratschen, nichts zu machen.
Ah, das ist ja klar. Immer muss ich arbeiten hier. Und der liegt im Bett und macht sich einen schönen. Ne? Aber schön die Hände über Ja. der Bettdecke lassen. Ne? Ich brauche keine Bettdecke. Oh. Oh, ich höre. Ach, da ist so wieder ein Eugen. Ein Eugen. So, okay. Jetzt guckt man das mal hier vorsichtig. Noch ein Eugen. Na, sage mal, Eugen. Ich habe doch gerade ein Hast du so Flimmerlicht schlecht gehört. ausgeleuchtet? Eigentlich nicht. Aber ich mache hier immer noch eine Fackel hin. Ja, drück doch mal F7. Ne, es funktioniert doch bei mir nicht mit der Tastaturbelegung. Muss ich mir mal in Ach Ruhe so. angucken. So, ich muss mich jetzt hier nur Stück für Stück durcharbeiten. Dass ich den Berg hier nicht auseinandernehme. Ja, ansonsten musst du wieder Heile machen. So, eins, zwei, drei. Okay, jetzt guck mal hier. Eins. Vorsichtig. Ich sagte ja eins, ich bin ja froh, dass ich das Jetpack habe. Ne? Das erspart mir schon einiges an Zeit. Ja. Und das sehe ich ja. Wir haben die Folge eigentlich schon so gut wie beendet. Ne? Wir sind Haben wir bei schon 21. unsere 20 Minuten? Wir sind bei 21 Minuten. Dann würde ich Oh. sagen, wir beenden jetzt die Folge mal und gucken, dass wir dann hoffentlich alles aufgenommen haben mit Ton und so weiter. Das werde ich gleich mal überprüfen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffentlich dann auch mit dem Alex. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn nicht, dann auch. Nee, Quatsch. Und ja, und wenn ihr das hier weiter verfolgen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren und vergisst nicht, wir haben einen Discord. Die Beschreibung ist natürlich in der Videobeschreibung. So, und Alex, Ja. wie sieht's aus bei dir? Also das Spiel, also der Ladebildschirm sagt mir 3 von 7, 3 von 5, 1 von 1. Also sprich, keine Ahnung, 10 Minuten brauche ich mindestens noch. Naja. Also, dann sehen wir Alex in der nächsten Folge wieder. Und die Sonne geht unter und der Mond geht auf. Das heißt, wir machen Feierabend. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.